Eben. So, dann lass uns das Ding mal starten, ne? Ich finde immer noch, dass es eine bescheuerte Idee ist. Maria, du... Ey, du hast ja selbst gesagt, du kriegst es nur mit Gitarrenbegleitung hin, ne? Jetzt ist deine Chance. Aber so ein Mischpult ist kein Toaster. Ja, aber auch kein Kernkraftwerk. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, sorry, es war mein Fehler. Wusste ich nicht. Also. Hier, schau mal, ich glaube, das ist die Bedienungsanleitung. Heilige Madonna, ist ja dicker als die Bibel. Ja, ich kann den Tonfuzzi auch nochmal zurückrufen. Ich krieg ihn sicher rum, dass er mir die Maschine erklärt. Nein, das kriegen wir schon so hin. Timo? Guck mal nach X57. Nee, ich bin gerade beim Routing Pan Balance. Klangregelung EQ, Effektrückwiege. Oh, ich habe schon gehört, Sie haben die Sitzung gecancelt und jetzt wollen Sie sich entschuldigen. Nein, ich bin gekommen, um Ihnen etwas mitzuteilen. So förmlich? Ich kann es Ihnen auch gerne direkt sagen. Dieses Mal, da konnten Sie Ihren Kopf vielleicht noch aus der Schlinge ziehen. Aber ab heute werde ich hinter Ihnen sein, weil egal, was Sie tun, ab heute ist mein Büro hier. Und jedes Dokument, das Sie unterzeichnen, geht über meinen Tisch. Und jede Mail, die Sie senden, werde ich vorher lesen. Und sollte sich auch nur der leiseste Verdacht für einen wie auch immer gearteten Alleingang darin finden, schieße ich Sie an. Sie sind ja richtig emotional. Ich schieße Sie an. Danke für die Pizza, Andi. Ja, Andi, danke. Ich muss mal wieder los. Ja, ich auch. Wobei soll ich dir denn jetzt helfen? Hm. Du, das hat sich schon erledigt. Ich habe gedacht, ich habe die Schraubzwingen vergessen, aber ich habe sie doch dabei. Ah, okay, dann gehe ich mal nach den Jungs auf der Baustelle gucken. Mhm. Wir sehen uns nachher. Ja, okay, bis später. Andi, sag nicht, du willst schon gehen. Ich würde ja gerne noch mit dir quatschen, aber ich habe noch zu tun. Bis nachher. Ja. Schade, dein Chef ist immer so amüsant. Soll ich euch zwei lieber alleine lassen? Nein, meine Mittagspause ist eh zu Ende. Was ist das? Ich würde sagen, das ist ein Geschenk. Könntest du es aufmachen? Damit du mich retten kannst, wenn wir das nächste Mal baden gehen. Und ich will natürlich nicht, dass du wieder mit nassen Haaren raus musst, wenn du anschließend von mir wegrennst. Warum geht denn das nicht? Ich verstehe das nicht. Schau mal, vielleicht ist es der hier. Nimm die Finger weg, bitte, ja? Ich hab's ja schon wieder ausgemacht. Ey, wenn die das Ding schrotten, ja? Das kostet wahrscheinlich mehr, als wir alle im ganzen Jahr verdienen. Ach, Quatsch, das kriegen die schon hin. Weißt du noch, beim Radioquiz, da haben sie auch die komplette Telefonanlage von LCL manipuliert. Ja. Sehr beruhigend. Danach hat die ganze Anlage nämlich auch den ganzen Tag nicht funktioniert. Ach nee. Hier, ich hab's. Jawohl. Schwupps. So, Leo. Ab in die Kabine. Du kümmerst dich um die Lautstärke, Emilio. Ran. Leo. Und du gehst jetzt rein und singst. Okay, du schaffst das. Denk einfach an mich. Was hat Marlene gesagt? Wo sollst du hinatmen? Ins Zwerchfell. Ins Zwerchfell, genau. Da atmest du schön hin und singst, okay? Hat dich lieb. Rocken wir das Studio. Studio. So. Voller Kraft voraus. Hallo Tanja. Hi. Und wie sieht's aus? Hast du dir schon deinen eigenen Harem zugelegt? Bist du verrückt? Mit einem Mann hat man schon Ärger genug. Ich vermisse dich auch. Ja, ja. Gibt's was Neues? Ach, dass du mich aber auch immer mit diesem emotionalen Kram zusäuseln musst? Naja, ist ja schon gut.
Also pass auf, du kannst völlig beruhigt sein. Die Vorbereitungen zur Präsentation, die, also keine weiteren Vorkommnisse. Einladungen sind alle schon raus. Ach, Gott sei Dank. Dann hat Clarissa also nicht versucht, meine Abwesenheit auszunutzen? Nein. Und damit das auch so bleibt, habe ich kurzfristig dein Büro bezogen. Ich arbeite jetzt von dort aus. Natürlich nur, bis du wieder da bist. Okay, was ist passiert? Nicht? Habe ich doch gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber es muss doch einen Grund haben, wenn du... Ey, wer hat mich denn gebeten, Clarissa im Auge zu behalten? Ah ja, und du tust natürlich immer nur das, was ich sage. Nicht immer, aber in diesem speziellen Fall schon. Also, ich muss jetzt Schluss machen, ja? Ich auch. Ein Geschäftsfreund des Scheichs will mir Seidengarn verkaufen. Das Falsche wird Stunden dauern. Bring ihn bitte nicht gleich wieder zum Weinen, ja? Gut. Tschüss. Ciao, Sebastian. Wenn das gerade Tanja war, scheint sie die Neuigkeiten ja so gut aufgefasst zu haben. Ich hab's ihr gar nicht gesagt. Was? Wieso nicht? Weil sie sich jetzt auf ihre Geschäfte vor Ort konzentrieren muss. Und ich hab, weiß Gott, auch genug zu tun, ohne dass Tanja neben mir steht und die Messer wetzt. Das ist deine Entscheidung. Jetzt mach schon. Was denn? Setz die Mütze endlich auf. Warum? Weil du die ganze Zeit drauf starrst? Das stimmt doch gar nicht. Die ist schön. Ja. Und so weich? Also wenn du sie nicht willst... Ach, gib schon her. Und? Perfekt. Steht dir super. Tristan kann schon ziemlich süß sein, ne? Naja, also... Ja, so viel zum Thema, sondern sollte man besser aus dem Weg gehen. Ach, was? Wie die Mütze. Bis über beide Ohren. Quatsch, ich will überhaupt gar nichts von Tristan. Außerdem ist es auch gar nicht meine Farbe. Ich habe nichts gehört, außer das Zerplatzen deines Traums. Das war's dann wohl, Schätzchen.